Hallo Freunde, ist hier Chefkoch Luigi und heute zeigt er euch meine Freunde, der Rolli, wir macht richtig gute Rigatoni al Forno, genau wie bei eure Lieblingsitaliener. Passt ihr gut auf, könnt ihr was lernen, oh, allora, los geht's! Zuerst einen kleinen Schwups Öl rein, man kann Olivenöl nehmen oder hier eben anderes Öl einfach. Und wenn das Öl dann heiß ist, dann geben wir auch gleich mal das Hackfleisch dazu. Hier nehmen wir Rinderhackfleisch und ich sage mal so 250 Gramm. Wer es fleischiger mag, kann natürlich auch etwas mehr nehmen, weil viele Rigatoni sind ja eher mit wenig Fleisch gemacht. Ich mag das gerne mit etwas mehr. Ich hau hier mal ein halbes Kilo rein, mache aber auch gleich eine größere Portion. Und wenn das Hackfleisch dann hier schon schön angeröstet ist, dann kommt etwas Tomatenmark dazu. Da machen wir zwei Teelöffelchen rein. Die zwei Teelöffel würde ich auch nehmen bei der Hälfte der Menge des Hackfleisches. Bei der Menge hier gebe ich jetzt aber noch einen dritten Teelöffel dazu. Und last but not least, jetzt löschen wir das Ganze mal ganz kurz ab, und zwar entweder mit einer 200 ml klaren Brühe oder Gemüsebrühe. Und das lassen wir jetzt erstmal 30 Minuten vor sich hin köcheln. Zoomen wir mal ein bisschen näher ran, damit ihr seht, was hier los ist. Perfekt. Also ihr seht schon, es köchelt hier und es ist ziemlich flüssig. Ziel ist es jetzt aber, das so lange zu köcheln, bis wir diese Flüssigkeit eben ein bisschen wegbekommen haben. Damit wir nachher wirklich eine etwas kräftigere Soße haben. Bei der Menge dauert es leider etwas länger. Ich sage mal, normalerweise ist es in einer halben Stunde, ist man dann gut dabei. Müssen wir ein bisschen hochdrehen. Was ich jetzt aber noch dazu gebe und was damit kochen soll, ist Sahne. Und zwar nehme ich hier auch einen Becher Sahne. Den würde ich auch wirklich für das Viertel Kilo nehmen, für die 250 Gramm Hackfleisch. So, und jetzt habe ich das hier mit drin. Und jetzt lassen wir das Ganze köcheln, bis wirklich hier das vernünftig reduziert ist. Und ihr werdet sehen, es geht doch relativ fix. Ja, ansonsten könnt ihr das jetzt ein bisschen abschmecken. Ich habe hier noch etwas granulierten Knoblauch. Dann kann man noch etwas dazugeben. Könnt ihr ja auch etwas frischen Knoblauch noch hineintun. Und auch etwas Paprika, scharfen Paprika, gebe ich da mal noch mit hinein. Das ist mit Gewürzen noch nicht alles. Wir brauchen jetzt dann, ihr könnt noch ein bisschen Cayennepfeffer reintun oder normalen Pfeffer. Und Salz fehlt natürlich auch noch. So, ich habe zwischenzeitlich noch mal kurz ein bisschen Sahne nachgefüllt. Es war nämlich schneller verkocht, als ich mir das gedacht hatte. Also es hat so eine gute Dreiviertelstunde gedauert. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit. So, es köchelt fröhlich wieder vor sich hin. Ihr seht es schon. Wunderbar. Und jetzt können wir noch etwas Kräuter dazugeben. Zum Beispiel etwas Basilikum frisch aus dem Garten. Das schnitzel ich hier jetzt einfach mal etwas mit hinein. Und das gibt jetzt während dem Kochen nämlich auch noch wirklich herrlich Aromen an die Soße ab. So, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. Die Konsistenz, ich bin mit der schon ganz zufrieden eigentlich. Es soll ja auch ein bisschen Flüssigkeit übrig bleiben für die Nudeln, damit sich die schön verbinden kann. Wer jetzt möchte, kann das Ganze noch mit ein bisschen Parmesan abschmecken. Den kann man einfach damit reinstreuen. Muss man nicht machen, kann man machen. Ich empfehle euch, schmeckt eure Soße vorher ab. Parmesan ist sehr kräftig. Und wenn das eure Soße da irgendwie verhunzt, wenn es euch schon gut schmeckt. Meine passt jetzt wunderbar. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Stück Butter. Das legen wir einfach mal mit rein und lassen es zergehen. Und wenn das erledigt ist, Freunde, dann ist die Soße für die Nudeln schon mal fertig. In der Zwischenzeit habe ich einfach mal die Nudeln gekocht. Wichtig ist, die Nudeln schön bissfest kochen. Und jetzt kommt der eigentliche Trick, und zwar von unserem super Wasser hier, bevor wir das alles abgießen, nehmen wir mal allen so einen großen Löffel und gießen den mal noch mit in unsere Soße. Naja, können wir sogar zwei nehmen. Nudelwasser. Das hat nämlich einen ganz eigenen Geschmack auch. Verfeinert so etwas unsere Soße und sorgt auch dafür, dass nachher die Nudeln nicht so trocken werden. Und die Rigatoni, dass die schön saftig bleiben. Dann gießen wir jetzt einfach die Nudeln mal schnell ab und die abgegossenen Nudeln gleich wieder ab in den Topf. Und jetzt kommt da unsere Soße drüber. So, jawohl. Und jetzt haben wir hier noch Schinkenstreifen.
ihn jetzt hier auch einfach noch so ein bisschen mit reingeben. Das macht nachher die Rigatoni so richtig Bombe. Es wirkt jetzt ein bisschen viel. Keine Angst, wenn es untergerührt ist und im Ofen verschwunden ist, sieht man davon fast nichts mehr. Schmeckt aber wirklich genial. Eine Auflaufform, je nach Größe, Wunsch beliebig, würden wir jetzt ein. So. Käse noch drüber, die Edamer nehmen wir da, oder Gouda, wenn ihr nicht so würzig wollt. Macht es einmal ein bisschen schön drüber. Lecker. Jetzt wird das Ganze überbacken, bis der Käse goldgelb ist. Und das geht relativ fix und so schaut es dann aus. Leute, noch ein paar frische Kräuterchen drüber gestreut. Ich sag euch, das ist wirklich, das sind die Rigatoni al Forno, wie ihr sie vom Italiener kennt. Hier seht ihr schon, der Käse ist gut zerlaufen. Oben hat er eine leichte frische Kruste und ist eben schön goldgelb. Die Nudeln sind nicht trocken, das Ganze ist schön saftig und schmackhaft, es ist gut gewürzt und das liegt vor allem an der langen Kochzeit von unserer Soße. Probiert das Rezept doch unbedingt mal aus, ich verspreche euch, das lohnt sich wirklich und wünsche euch viel Spaß damit. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald, euer Rudi!